Freunde. Heute habe ich mal wieder beide Fahrzeuge bewegen können. Heute ist Sonntag, heute hatte ich auch mal wieder ein bisschen Zeit. Und ja, es macht halt einfach nur Spaß. Mit dem Raptor oder mit der Yamaha Tenere 700 zu fahren. Mal kurz die Tenere ausgemacht, bevor sie wieder in Lüftungsbetrieb steigt. Das geht ja sehr, sehr schnell, dass hier die Lüftung angeht. Ich wollte noch mal kurz sagen zu den Rädern vom Ford Ranger Raptor. Ich habe mich mit meinem Autohaus in Verbindung gesetzt und habe mit den dortigen Mechanikern die nächste liegenden Reifengrößen alle mal durchgerechnet bzw. durchgemessen und für die 315 70 R17 ist definitiv kein Platz. Hinten wäre schon Platz, aber vorne beim Einlenken fehlt er. Also wenn das Rad jetzt vorne entweder nach rechts oder nach links voll einschlägt, habe ich hier bloß noch bei den Reifen hier 2 cm Platz. Und die anderen Reifen würden schon 3 cm mehr an der Höhe machen. Und das würde danach komplett hier schon am Rahmen schleifen. Wir haben danach die nächst kleineren durchgerechnet, die 305er. Und beziehungsweise bei den 315er braucht man noch eine extra Eintragung, eine extra Abnahme und dieses Tacho-Modul. Aber das hatte ich ja bei der Black Edition auch gehabt. Das wäre nicht so das Problem gewesen. Und ja, und wie gesagt, die 315 70 R17er, die passen halt definitiv nicht drunter. Und die nächst kleinere Version wäre danach die 305 70 R17.
Aber das sind dann auch bloß, sag ich mal, 2 cm her Unterschied. Und die 2 cm, sagte mir der Werkstattmeister, sieht man bei so einer Größe definitiv nicht. Also das wären, wir haben es mal durchgerechnet, ich habe die Werte jetzt nicht mehr genau im Kopf. Das waren bei 305, da waren das danach 2 cm. Ja, 2 cm mehr in der Breite und 1,2 cm mehr in der Höhe. So, wenn ich dann aber die 3 cm Spurplatten dann wieder rausnehme, weil ich das ja machen muss, brauche ich wieder nur 1 oder 2 cm breite Spurplatten. Also würden dann nachher die 3 cm Spurplatten, die ich jetzt drin habe, wieder rauskommen. Und es müssten dann nachher wieder durch Einzelabnahme und Einzeleintragung, weil nur das Rad, nur die Radreifenkombination ist für den Range Raptor zugemessen, müsste ich dann nachher auch für die 305 70 R17 machen. Also die extra Eintragung und und. Aber ob ich da jetzt so ein Dach, so ein Modul hätte gebraucht, dann weiß ich jetzt nicht, könnte mir jetzt so der Werkstattchef auch nicht sagen. Er meinte definitiv aber bei den 315ern. Und ob sich da noch einmal der ganze Aufpreis und die ganze Mehrarbeit danach lohnt, ist ja danach fraglich, weil das ist ja eh bloß ein Leasingwagen hier, da geht er danach eh wieder zurück in 2 Jahren oder 3 Jahren, je nachdem, und da nochmal 100 Mal mit den ganzen Rädern und mit den Reifen hin und her zu wechseln, ist auch bloß, hat er gesagt, rausgeschmissenes Geld, und so sehe ich die ganze Sache, das danach auch. Jo. Soweit so gut. Die Tenere ist jetzt auch soweit fertig. Mal kurz zu dem Lenker der Honda Africa Twin. Also für große Leute wie mich mit 2 Meter Größe ist es perfekt. Also der Lenker hat eine ordentliche Breite, ist nochmal leicht zu einem hingekippt, also hat einen Winkel zu einem zu. Und ich bin heute locker 100 Kilometer gefahren und es war so ein entspanntes Fahren. Also perfekt, sag ich mal. Und dadurch, dass der Lenker auch noch schwarz ist, passt er auch optisch sehr gut jetzt hier zur Tenere 700. Und ja, als nächstes Highlight kommt ja danach meine Harley Davidson 30. Anniversary. So kleine Videos hat mir ja mein Händler schon geschickt, die ich ja schon gepostet habe. Wie lange es jetzt noch dauert, ich habe die Fatboy zugelassen die Woche, die Papiere wieder runtergeschickt, und ja, er sagte, es könnte aber noch einmal 2 Wochen dauern, ehe die Fatboy danach da ist. Und ich habe danach noch die nächste Überraschung parat. Ich habe mir noch eine der letzten Yamaha Tenere 700 Rally Edition geordert, also die blaue, wo es nur 150 Stück in Deutschland gibt. Ja, da hat mein Händler unerwartet halt, wie gesagt, eine bekommen, und die habe ich mir danach geschnappt, und ja, die wird danach in einem Unboxing Video noch einmal von mir speziell oder vom Motorradhändler halt vorgestellt. Mal schauen, wie wir das danach auf die Reihe kriegen mit dem Unboxing der Yamaha Tenere 700 Rally Edition. Jedenfalls freue ich mich danach, so ein Sondermodell, was auf 150 Stück limitiert ist für Deutschland, noch exklusiv eins bekommen zu haben. Jo, gut, liebe Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Mal 2 Fahrzeuge oder 2 Beiträge in einem gemischt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann macht's gut, liebe Freunde, bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss!